Manchmal hat man das passende Geschenk für jemand, aber die Verpackung stimmt einfach nicht, ja? Das gilt natürlich in erster Linie auch für Sachen wie edle Weine, edle Tropfen, meine Damen und Herren. Wenn es bei Bier ist, ich war ja früher Biertrinker, heute trinke ich mehr Wein. Ja, das ist schon eine ganz andere Liga, denn Bier gehört eigentlich in Kasten oder in ein Fass. Auch das ist eine schöne Verpackung, nicht schlecht. Aber wir haben da etwas für Sie, für kleines Geld, wo Sie wunderbar eine Weinflasche beispielsweise, die Sie vielleicht noch im Keller haben, ungern weitergeben, aber irgendwann doch verschenken wollen, wo Sie die reintun können. Und nicht nur das, es gehört noch viel, viel mehr dazu. Aber das erklärt uns die Jana mit ihrer wunderbaren Verpackung, die sie uns heute mitgebracht hat. Hicks! Ja, Hicks. Also ich habe Ihnen eine wunderschöne Verpackung mitgebracht aus edlem, hellen Bambusholz. Bambusholz ist das? Ja, genau, aha, richtig. Deswegen ist es ja auch so schön hell. Ja. Es fühlt sich ganz weich an. Mhm. Das Gute ist erstmal, Ihr edler Tropfen ist ganz gut geschützt. Gerade wenn Sie mal vielleicht irgendwo gegenstoßen, haben Sie es schon mal sicher verpackt. Sie haben auch einen sehr schönen Verschluss, der ist in einem Antiklook gestaltet. Mhm. Wenn Sie jetzt diese Verpackung öffnen, da haben Sie nämlich insgesamt 5 wow. Teile. Das sieht schon mal umwerfend aus. Da werden die Augen leuchten von dem, den Sie beschenken möchten. Sie haben jetzt einmal hier oben angefangen, ein Weinmesser oder auch ein Weinbesteck. Danach folgt ein Thermometer, um auch die richtige Temperatur nachzuprüfen vom Wein. Dann haben Sie hier einen Weinausgießer, damit auch nichts irgendwie daneben geschüttet wird, sondern alles im Glas landet. Und sieht edel aus, ne? Ja, es sieht sehr edel aus. Und auch gerade, wenn man vielleicht zu einer Einweihungsparty geht und man weiß ja, dass dort vielleicht die dort wohnen, keine Weinutensilien haben, dann brauchen sie ja was und dann haben sie alles zusammen. Das ist ein schönes Geschenk. Der Kragen fehlt noch, das ist hier der Flaschenkragen sozusagen. Genau, und der Weinverschluss, den haben wir auch noch. Okay. Also das heißt, Sie haben alles, um super mit der Weinflasche zu arbeiten, um Ihre Gäste schön zu bewirten. Ja. Sieht sehr edel aus und es ist schon wichtig, wenn Sie einen edlen Tropfen verschenken, dann sollten Sie ihn auch richtig verpacken. Denn das Auge isst ja immer wie gewöhnlich mit. Oder es trinkt mit. Genau, oder es trinkt mit, richtig. Ja. Sie haben auch unterwärts von dieser Packung oder von dieser Geschenkbox haben Sie 4 Füße. Das heißt, Sie haben hier einen richtigen Schutz, dass diese Box auch nicht runterfallen kann, wenn sie auf dem Tisch steht. Da haben wir die 4 Füße. Ja, kann auch nicht zerkratzen und so. Wunderbare Sache. Mach mal auf, bitte. Ja, die machen wir wieder auf. Dann kann man Ihnen mal zeigen, wie edel das doch aussieht, wenn man ein feines Fläschchen hier reintut. Ne? Ich weiß nicht, ob das Lafite, Schatt oder Ordinaire oder was auch immer ist. So sieht das dann aus. Das macht also richtig etwas her. Mir hat mal jemand eine Flasche geschenkt aus meinem Geburtsjahr. Die konnte man nicht mehr trinken. Es gibt aber wirklich ganz edle Weine, die kann man auch nach 100 Jahren noch trinken. Das gibt es alles. Ne? Ja. Aber sowas zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat, aus dem Geburtsjahr eine Flasche besorgen und dann hier rein verpacken, das ist eine ganz tolle Sache. Da freut sich auch derjenige auf jeden Fall. Ne? Ja, das ist ganz sicher. Mhm. Weil wenn Sie jetzt nur eine Weinflasche einfach so verschenken, ganz ehrlich, das sieht aus, als ob Sie es gerade bei der Tankstelle noch schnell gekauft hätten. Es gibt ja auch diese Tüten, die man kaufen kann, wo man die reinsteckt zu Weihnachten oder zu Ostern oder was auch immer. Das ist zwar, aber es hat in Wirklichkeit hat's nichts. Ne? Das hat schon was. Ja. Denn hier, wie gesagt, haben Sie alles dabei. Wir gehen nochmal durch. Hier fangen wir an mit dem Kragen, mit dem Flaschenkragen. Das ist auch richtig schön fest. Das kann nicht verrutschen, um Ihnen das mal zu zeigen, wie schön das aussieht. Guck mal. Ja, sieht sehr edel aus. Ja. Dann geht es weiter. Mach du das mal. Soll ich das mal rausholen? Hol du das mal raus. Ja. Und wir schmücken die Flasche jetzt einfach mal so ein bisschen. Genau. Ja, hier haben wir den Weinverschluss. Das ist der Verschließer. Der kommt so rum drauf. Brauchen wir jetzt noch nicht. Machen wir aber gleich auch auf die Pulle, ganz klar. Und hier haben wir den Ausgießer. Und der hat ganz bewusst hier eine Zunge. Schauen Sie mal, eine Metallzunge hier unten drin. Und die sorgt dafür, dass er ordentlich ausgießt. Ne? Und vor allen Dingen, es läuft alles zurück in den, Ausgießer. Das ist auch wichtig. Das ist also alles ganz ausgebufft, richtig professionell. Die beiden Sachen lege ich jetzt schon mal hier hin. Dann gibt es das Thermometer. Weinthermometer ist auch wichtig. Warte mal, ich lege das mal mehr auseinander, dann kann man das besser sehen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Das rollt hier alles auf dem Tisch. Egal. Also hier, wie gesagt, das Thermometer. Und da ist jetzt wichtig, dass man natürlich Rotwein ganz anders trinkt als jetzt Weißwein. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, einen Rotwein sollte man lieber verschenken. Nein, also ob der warm oder kalt sein muss? Ja, ein Rotwein warm. Warm, ja. Also darf auf keinen Fall kalt sein. Ja, ich sag mal, um die 18 Grad, dann liegen sie richtig. Ja. Und der Weißwein muss natürlich richtig kalt sein, dann muss das Glas beschlagen. Ne? Genau, richtig. So muss das sein. Schön eiskalt. Ja. Ja, hier haben wir das Weinmesser oder auch Weinbesteck, wie du gesagt hast. Man sagt auch Kellnerbesteck. Und dieses Kellnerbesteck besteht ja aus drei Teilen. Man hat einmal hier das Messer. Das Messer ist wichtig für die Weinflasche, da kann man den Kragen wunderbar mit öffnen. Ich zeige Ihnen das mal hier an dieser Flasche. Ja, also so geht man da rum einmal mit dem Messer und dann kann man den Kragen so abnehmen. Ne? Also die Verpackung hier oben. Also einmal Messer. Dann natürlich, was unbedingt wichtig ist, ist der Flaschenöffner, den wir hier haben. Damit kann man auch Flaschen öffnen. Und als drittes Utensil und unentbehrlich ist natürlich der Korkenzieher. Das ist wirklich professionell, denn wenn Sie andere Korkenzieher nehmen, werden Sie merken, dass sie manchmal auch daneben liegen einfach. Ne? Mhm. Ob das nun korkt oder was auch immer, das kann natürlich sein, dass Ihr Korkenzieher zu weit drin war. Dann rutscht ein Stückchen Korken in den Wein rein und können Sie ihn echt vergessen. Ne? Den können Sie noch nicht mehr zum Kochen nehmen. Also das Kellnerbesteck finde ich wirklich das Wichtigste und dieses hier ist hochprofessionell. Ich mache uns jetzt mal ein Püllecken auf. Ja. Ich nehme mal den hier. Warte mal, was hat der denn? Ne, wir hatten noch einen anderen, warte mal. Ah, ich glaube, das ist ein Bordeaux. Ach, den Bordeaux. Den nehmen wir einfach mal. Ja, der hört sich gut an. Der hört sich gut an. Und jetzt schauen wir alle mal gespannt zu, wie schön professionell du das öffnest. Männer müssen es ja machen. Ne? Meistens ist natürlich ein Albtraum, aber eigentlich auch die Frauen. Also da geht man jetzt so lange rum, bis man merkt, so, ich bin jetzt einmal rum und dann geht es nur noch so zack und dann ist er runter. Guck mal. Super. Und dann ist man an dem Korken dran. So sieht das dann aus. So, Kinder. So, dann kommt natürlich das Messer wieder rein und der Korkenzieher kommt zum Einsatz. Und jetzt pass auf, was jetzt passiert. Man nimmt den so, also nicht, dass ich sie für blöd halte, aber wirklich nicht. Ich wusste das früher auch nicht. Und da muss man ziemlich in die Mitte reingehen und dann, guck mal, er greift schon. Ja. Das ist eben das Tolle dabei. Und da gehen Sie jetzt bitte, ich sag mal, so weit rein, nicht weiter. Ja. Und jetzt drehen Sie das um und merken, hier hat er Platz auf dem Rand. Und jetzt brauchen Sie nicht groß da rausziehen, sondern das macht er ganz von alleine. Guck mal. Ja, es geht kinderleicht. Geht kinderleicht. Super. Der ist sauber. Schauen Sie mal. Da ist nichts kaputt. In das welche ist Kamera? Ja. Gut. Ich verrenke mir hier die Finger mit. Oh. Und dann mal dran riechen. Und dann riecht man schon, der Wein riecht gut. Und du darfst mal am Hals riechen, also am Flaschenhals. Oh. Der riecht ja umwerfend. Oh, ganz ein Bordeaux, toll. Ein echter Bordeaux. So, und jetzt kommt der Ausgießer zum Einsatz. Den stecken Sie einfach hier rein, ein bisschen fester, damit er nicht wieder rausfällt. Und das sieht doch schon edel aus, oder? Ja. Das hat doch so richtig was. Klasse. Jetzt sieht die Flasche richtig schön verpackt aus. So, meine Liebe, jetzt gibt es für dich einen Wein. Wieso gießt der nicht? Dann musst du, glaube ich, noch mal reindrücken, damit das, genau, das ist ein Tropfen. Den habe ich natürlich, der Tropfen muss natürlich raus, Mensch. Genau, richtig, den ziehst du raus und dann kannst du es besser eingießen. So, aber ist auch ideal, weil wenn du jetzt getrunken hast, dann kannst du ihn wieder raufsetzen, sonst fliegt ja der ganze Staub rein. Ein Hammertröpfchen, was wir hier haben. Guck dir das an. Boah. Und es kommt nichts daneben, das ist echt ein Traum. Das ist jetzt ein schwerer Wein, der ölt schon richtig, das ist ein richtiger öliger Wein. Ich gucke gleich mal nach. Also ein Bordeaux ist es, das habe ich schon gesehen. Und der kommt aus dem Jahre 2010. Der ist also eigentlich noch ganz frisch. Ne? Ist also noch nicht. Noch junge Trauben sozusagen. Ja, noch junge Trauben, so wie du. Oh, danke. So fasst man an. Immer am Hals anfassen. Genau. Denn, meine Damen und Herren, wo seid ihr, Kinder? Immer am Hals anfassen. Hallo, hallo, hier sind wir. Ja, so, immer am Hals anfassen, damit man wirklich einen Klang erzeugen kann mit dem Glas. Dazu nehme ich sogar meine Brille einfach mal ab. Prost, meine Liebe. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Tschin, tschin. So, jetzt nehmen wir aber auch ein Schlückchen. Mm. Mm. Der schmeckt aber super. Mm, 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 mm. Mm. Boah. Schmeckt traumhaft. Das ist ein trockener Bordeaux, den wir hier haben. Der hat relative Säure, aber das ist nicht so schlimm, weil das Bouquet ist dann wieder voll und im Abgang ist der wirklich herrlich, muss ich sagen. Noch ein Schlückchen? Ja.
Gerne. Noch ein Schlückchen. So, die Sendung werden wir nicht mehr überstehen. Nein, Quatsch, natürlich. Mm. Was ich so schön finde an dieser Geschenkebox, jetzt haben wir diesen edlen Tropfen so schön verpackt und wir konnten die Weinflasche noch ideal öffnen, ganz professionell und einfach. Und ganz ehrlich, liebe Zuschauer, schauen Sie mal im Internet, das ist so günstig im Preis-Leistungs-Verhältnis, da sollten Sie wirklich zugreifen. Das sage ich immer wieder, bitte vergleichen Sie. Vergleichen Sie solche Boxen, das ist übrigens edles Bambus, richtiges Bambus, vergleichen Sie das ruhig mal mit anderen Herstellern bzw. Anbietern und Sie werden sehen, trotz der hohen Qualität liegen wir ganz niedrig im Preis. Das ist nochmal wichtig zu wissen. Ich finde das eine herrliche Idee. Ja. Und jetzt will ich mal gucken, welche Temperatur der hat. Mal gucken, wie schnell der hoch oder runter geht. Ne? Weil hier im Studio ist es ja ziemlich warm. Der Rotwein müsste eigentlich schon ideale Temperatur hier bekommen. Der liegt, warte mal. Schon ganz warm ums Herz. Ja, der liegt jetzt, jetzt geht er ein bisschen runter. Ja. Es geht ein bisschen runter, weil im Studio ist es ja doch wärmer. Ja, das stimmt. Ja, die Scheinwerfer. Ich denke, jetzt geht er noch mehr, war bei 23 Grad, ist jetzt gleich auf 22 Grad. Der müsste also stimmen. Ne? Ja. Also ich merke das auch so. Er hat eine gewisse Frische, hat eine gewisse Säure, eine gewisse Frucht hat er auch. Ne? Und die Temperatur stimmt einfach. Jetzt geht er gleich auf 20 Grad. Ne? Ich bin jetzt mal ganz gemein, ich lutsche das mal, damit wir keine Flecken hier drauf machen. Ja, ja, Rotweinflecken sind nicht so angenehm, das stimmt. Rotweinflecken, ja. Ja, doch. Ja. Komm, nehmen wir uns ein Schlückchen. Ja. Ne? So ein Schlückchen können wir noch Prösterle. Nehmen. Prösterle. Das gefällt dir, wa? Ja. Jo. So, meine Damen und Herren, tolle Verpackung. Die Maße übrigens, damit Sie es noch wissen, 36 x 11 x 11,5. 36 x 11 x 11,5, damit Ihre Pulle auch reinpasst, sozusagen Ihre Flasche. Denn das muss natürlich gewährleistet sein, dass die Flaschen, aber handelsübliche Flaschen passen auf jeden Fall. Schau mal, und das mit dem Kragen hier, das sieht doch richtig edel aus. Ne? Sieht sehr gut aus. Da habe ich jetzt auch noch den Verschluss drauf gemacht. Das sieht richtig toll aus. Sieht aus wie ein Accessoire für die Weinflasche. Und was ich schön finde, Sie können es zur Hochzeit verschenken, vielleicht auch einem Kunden schenken, zur Verlobung oder einfach zur Einweihungsparty. Es gibt so viele Anlässe oder zum Muttertag. Es gibt da zig verschiedene Dinge, die ich Ihnen noch aufzählen könnte. Und es schmeckt ganz gut, ne? Toll, toller Wein. Doch. Du trinkst ja gar nicht. Doch. Wollen wir nochmal? Nochmal. Komm, weil es so schön war. Prost. Ja. Auf, Chef! Nein, Prost nochmal. Das ist wirklich was Tolles, muss ich wirklich sagen. Und so ein edler Tropfen, denken Sie dran, Geburtsjahr, das passt immer. Da freut sich jeder drüber. Ja, das stimmt. Mhm. Genau, die Weinflasche, die du mit deinem Geburtsjahr hattest. Mhm. Das finde ich auch eine sehr schöne Idee. Die war allerdings bei mir schon gekippt. Oh je. So nennt man das, wenn der Wein nicht mehr trinkbar ist. Ja, klar. Der wird dann also wie Essig so. Hm? Okay. Das lag aber daran, dass ich immer umgezogen bin. Und die Umzüge hat dieser Wein nicht vertragen. Der muss ja ruhig liegen. Ja, ne? Das stimmt. Liegen. Richtig. Nicht stehen. Ja. Nee, klar. Da gibt es ja auch extra im Weinkeller die Regale, wo man die Weine rausholen kann. Ja. Wir haben auch noch Weintrauben, wenn du möchtest. Willst du Weintraube? Klar, aber gerne rote. Ja, passend gerne. Zum Rotwein. Gerne, gerne, gerne. Ja, wir essen jetzt die Deko auf, sozusagen. Oh, lecker. Ja. Darfst du. Okay. Möchtest du auch eine? Nee, ich habe ja eine grüne. Ah, du hast also eine grüne. Ich esse lieber grüne. Oh, lecker. Ganz süß. Ohne Kerne. Schmeckt's? Gut. Okay, meine Damen und Herren. Sehr lecker. Wir trinken in Ruhe jetzt das Gläschen aus. Und Sie können in Ruhe, wo bin ich überhaupt? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Kann mal einer winken? Da. Okay, ja. In Ruhe das Gläschen aus und Sie können ganz in Ruhe bestellen. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV-Preis. Einfach unter 0180 51 51 3x die 2 oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.